Willkommen im neuen Jahr, liebe Basketballfreunde auf albaberlin.de. Ein gesundes, glückliches für euch und natürlich viel Erfolg mit eurem Lieblingsbasketballverein. Den wollen wir heute einleiten mit dem ersten Heimspiel im neuen Jahr und mit Alan Ibrahimagic, dem Co-Trainer von Alba. Hallo Alan, glückliches neues Jahr auch für dich. Danke. Die erste Frage nach euren drei Niederlagen am Stück, auch zuletzt in Würzburg, gab es viel Kritik. Wie haben die Jungs auf diese Kritik reagiert? Die Jungs, wir wollen heute auf die Kritik reagieren. Und um ehrlich zu sein, haben wir auch nicht so viel mitbekommen oder gar nicht so viel mitbekommen wollen, weil die Mannschaft ist selbst kritisch genug. Und wir sind uns alle bewusst, dass es halt die letzten drei Spiele alles andere als gut lief. Und das wollen wir heute viel besser machen und sozusagen uns selber beweisen, dass das nicht unser wahres Gesicht war, sondern dass viel mehr in dieser Mannschaft steckt, als wir in den letzten drei Spielen gezeigt haben. Von daher war die Kritik von außen jetzt ist nicht so präsent in unseren Köpfen. Ich denke, ein Sieg im heutigen Spiel gegen Ludwigsburg ist aber Pflicht. Wie wahrscheinlich ist so ein Erfolg gegen Ludwigsburg? Na, wir gehen davon aus, dass wir gewinnen, dass wir zurückkommen, dass wir eine gute Leistung zeigen. Denn letztendlich spielt es auch keine Rolle, wer denn auf der anderen Seite steht. Klang für mich jetzt gerade ein bisschen so nach Unterschätzen von Ludwigsburg. Das würde ich nicht machen, weil die haben jetzt auch einen neuen Coach, haben das letzte Heimspiel gewonnen. Das heißt, die werden sicherlich auch motiviert und auch selbstbewusst auftreten. Und wie gesagt, aber an uns ist es, dass wir wieder in die Spur kommen und dass wir zeigen, dass wir was drauf haben. Und da gucken wir mehr auf uns und unsere Leistung als auf den Gegner. Und dann natürlich hoffen wir, dass uns die Zuschauer wie in der vergangenen Saison, im vergangenen Kalenderjahr auch im kommenden unterstützen, dass wir gemeinsam wieder auf einen besseren Weg kommen. Dankeschön, Alan. Dafür viel Glück und uns allen viel Spaß beim ersten Heimspiel von Alba im neuen Jahr. Alba gegen Ludwigsburg, gleich geht's hier los.